Schönen guten Tag, hey, live aus Kölle. Moin! Wir sind mal wieder nach etlos langer Zeit In einer Spirale! in meiner Spirale. Aber ich bin top motiviert, ich hab voll Bock. Wollen wir Ja, es angehen? Ja, bestimmt. komm, ich hab voll Bock. Wieso Ich hab glaubt sie das gerade nicht? totalen Bock. Wir müssen hier hoch. Genau. Und dann Dann müssen wir an die müssen wir Ranke. an die Ranke, die kenne ich ja mittlerweile auch. Guck mal hier, so einfach geht das. Alter, ich hab jetzt schon keinen Bock, wenn ich die Ranke sehe, ne? Ranke hier, Ranke da. Ranke tralala. Guck mal, so einfach geht das. So, Ja, so, so. Dann müssen wir hier genau. um die Ecke hüpfen und runterfallen. Also das Runterfallen war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ach, ich muss doch bei meinem alten immer weiter hier hüpfen. Aua. Oh, es geht das halt wieder los. Ich bin so gut gelaunt. Nicht. Ach so, wenn ich sneake, kriege ich keinen Schaden. Okay, ist logisch, Leute. Ist logisch. Wenn du sneakst, bekommst du keinen Schaden. Ja, hier bei diesem Stein. Siehst du? Jetzt geht das wieder los mit Schaden? um die Ecke Kein springen, ne? Schaden. Ja. Und physikalisch nicht möglich und so. Ach, das ist möglich. Du hast doch gesehen, ich hab's auch geschafft. Du. Ja, ich stehe jetzt hier und warte. Weißt du, was mir gerade auffällt? Du hast endlich mal, ne? Endlich, nach, ich glaube, 2 Wochen, endlich mal deinen Pulli gewechselt. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt absichtlich. Ich hatte eigentlich wirklich vor, den Pulli heute nochmal anzuziehen. Das wäre so gut Warum? geworden. Naja, aber ich habe mich jetzt heute mal dazu entschlossen, ich ziehe jetzt die nächsten 2 Wochen über ein Kleid an. Ein Kleid. Warum ein Kleid? Ich habe jetzt ein gepunktetes Oberteil an. Man sieht aber nicht, dass es ein Kleid ist in der Schwede. Cam, deswegen. Ja, Leute, ich trage tatsächlich mal ein Kleid. Du hast ein Kleid an. Zwar mit Hose, aber auch ein Kleid. Ah ja. Ey! Entschuldigung. Für Pulli ist das jetzt tatsächlich ein bisschen warm und naja, man soll es auch nicht übertreiben, ne? Ja, gut, ich meine, wenn das hier weiter so geht in der Geschwindigkeit, die wir hier dran sind, könntest du das Kleid auch irgendwann ohne Hose anziehen, weil dann haben wir Sommer. Geht mir das jetzt hier wieder auf den Piss. Leute, ich habe schon befürchtet. Er schafft's direkt. Ich habe es schon Die Folgen befürchtet, werden diese Ranke. langweilig, wir rennen so durch. Ey, leck mich am Arsch. Piep. So. Muss ich irgendwie. Kopf. Ja, aber Moment mal, wie komme ich denn da rüber? Ich bin doch jetzt. Das Problem war jetzt, dass ich mir den Kopf gestoßen habe. Ja, also. Echt. Mach dich mal nützlich. Du läufst da einfach rüber, stellst dich da hin und guckst mir blöd zu. Also Schnecke, wenn du hier drüben bist, ja? Dann läufst du hier einfach um die Ecke erstmal. Ja, danke. So, und hier kannst du einfach rüberspringen. Geh um die Ecke. Einfach rumlaufen. Ja, genau. Jetzt von oben. Kannst du einfach hier hinspringen. Dahin? Dahin. Um die Ecke? Ja, um die Ecke. Hüpf. Geht nicht. Auch sprinten dabei, mein Lieber. Hab ich doch. Nein, hast du nicht. Lügenpresse, Lügenpresse. Ja, Leute, ihr wollt uns sehen, wie wir ihn weiter foltern. Dann foltern wir ihn weiter. Bleib drin stehen. Weh, du fällst wieder runter. Gleich läufst du wieder. Kackmännchen. Kackmännchen. Das ist einfach so gut. Vor allem, weil der Sprung echt nicht schwer ist, wenn du dich hier bis zu äußerst in Kante Ja, sneakst. komm, du bist mich wieder total hier Motivation pur. Ist einfach. Ist das doch Du bist einfach? einfach nur zu doof. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du zu doof bist. Du bist einfach nur schlecht. Leute, ich glaube, er hasst mich. Nein, Schnecke, komm wieder zurück. Komm, bitte. Bitte, Ich habe Schnecke. keine Lust mehr. Nein, komm, Schnecke, wir sind nicht mehr 10 Minuten dabei. Mein Gott, ey. Aber ich stelle mich hier gern als Vollhorst hin.
So, und ich gebe dir jetzt den Tipp. Von hier, bei hier oben stellst du dich hier zu äußerst in Kante und dann springst du rüber. Tipp. Hüpf. Äußerste Kante. Dann springst du rüber. So. Genau. So, jetzt das gleiche nochmal. Na, weil so einfach. Und hüpf. Leck mich doch am Arsch, Mann. Mein Gott. Kann man hier eigentlich schummeln? Ich hab da, glaube ich, im Augenwinkel schon wieder einen Slime gesehen. Nein. Den hast du dir eingebildet. Ja, ich die letzten Tage von geträumt. Ach, schade. Das geht mir so auf den Sack, dieses Spiel. Hallo. Aber du machst es doch gerne. Ja, ja. Ich hab mir geschworen, ich spiele das jetzt zu Ende. Und wenn es bis an mein Lebensende dauert, ist es mir egal. Es wird einfach eine 50-Part-Map. Lass uns doch noch eine Runde irgendeine Story-Map spielen. Nein, ich habe Lust auf Parkour. Ich wollte abwechseln. Ja, ja. Das wird jetzt ein Lebenstrauma hier. Ach komm, ich fahre ein bisschen hier hoch und juhu. Ich so. Mag halt Parkour-Maps. Ich auch. Merke ich. Geht mir das auf den Sack jetzt schon wieder? Mann! Ja. Wieso geht das? Jetzt klappt noch nicht mehr die Ranke. Ey, direkt am Anfang. Können wir nicht einfach total motivierend hier... Ja, okay, schnell. Komm, du schaffst das. Ich glaube an dich. Das, du bist so gut darin geworden. Ich meine, guck doch mal, wie weit du schon gekommen bist. Wir sind schon zweimal um die Spielerhalle rum. Mhm. Du musst aber die Motivation auch annehmen. Mhm. Oh. Wieso klappt... Wie komm ich denn jetzt nicht mehr an die Ranke hier runter? Sneakst du denn auch? So. Shit. So. Einmal durchatmen. Hüpf. So. Leck mich doch am Arsch, ey. Das sah sehr schön aus. Hey. Wieso kann ich das nicht? Sag mir das mal bitte. Wieso kann ich das nicht? Ich bemühe mich hier aufs Größte, ja? Um mir nicht den Vollhorst zu geben. Also was mache ich? Ich gebe den Vollhorst. Ich weiß nicht, warum du das nicht kannst. Vielleicht, weil du deinem Leben Besseres zu tun hattest als ich. Mhm. Möglich. Ich meine, ich hatte ja nichts Besseres zu tun, als durch Maps rumzuhüpfen. Wieso komme ich da nicht mehr hin? Wieso muss ich immer fünfmal rüberspringen? Wieso? Mich denn jetzt? Du bist ein bisschen zu weit oben, genau. Wieso kann ich nicht um die Ecke springen? Wieso ist das so schwer? Das ist doch gar nicht so schwer. Das siehst du doch. Du kannst das. Mhm. Nein. Anlauf, genau. Nein. Schön sprinten. Nein. Nein. Einfach geradeaus drücken. Nein. Nein. Schnecke! Nein. Nein. Schnecke, nein. Nein. Jetzt komm zurück. Nein. Schnecke! Aua. Komm zurück. Komm her. Und jetzt spring da drauf. Hast du springen gedrückt? Sag mir nicht, du hast springen gedrückt. Was hab ich? Hast du springen gedrückt? Da, ja. Also beim Schleim. Ja. Beim Schleim? Ja. Wusste ich sonst auch nie. Ja, deswegen. Hast du nicht gemacht, ne? Weil es sah so aus, als ob du es gemacht hättest. Nein. Warum bist du denn nicht so hochgesprungen, wie du solltest? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil diese Slimes mich nicht mögen. Das müsstest du normalerweise langsam wissen. Toll, der Schleim verarscht dich. Ja. Alter Schwede. Geranimo!
Oh. Und auf die Druckwand, auf die Druckwand. Ja. So. Also, liebe Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nee. Beenden wir dieses Programm. Nein. Doch, doch. Komm, nächster Checkpoint. Du musst wieder um die Ecke springen, ne? Ja. Wie bist du da rübergekommen, ohne zu sterben? Rübergesprungen. Genau. Oh. Oh, aber es war schon sehr, sehr gut. Ja, tot. Fang wieder von vorne an. Oh. Der erste Versuch burning war einfach Schnick, zu gut. Burning, Schnick, Burning, Schnick. Schnick, Burn, Schnicki, Burn. Boop. Boah, was haben die hier nur gebaut? Nix. Oh Gott. Ja, okay. Wo bist du? Hier nach links. Genau. Jetzt nach rechts. Auf den Stein. Auf den normalen Stein. Ja. So, dann geradeaus. Geradeaus? Links, da. Genau. Hier. Dann in den Tunnel. Tunnel. Jetzt hier hin. Und jetzt da, wo ich stehe, um die Ecke. Ach. Und dann hier runter. Nein. Hä? Das macht nichts. Aber da bist du jetzt, da bist du schon. Ich reg mich da gar nicht drüber. Du, da bist du jetzt aber auch sehr, sehr schnell hingekommen, Schnigge. Ja, ich bin tot. Oh. Glück gehabt. Hüpf. Du verbrennst, wenn. Nein. Ich sehe nur nichts durch dieses Feuer. Ja. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Da. Da, hinter dir. Tasten. Und hüpf. Ja! Und hüpf. Hüpf. Und anvisieren und juhu. Ich schwimme nochmal rüber. Ja, mach mal. Bin ich? Wo bin ich? Tot. Was wollen die denn jetzt hier von einem? Lauf doch einfach schon bis zum Ende. Nein, ich gucke nur gerade beim nächsten Modul, was wir da machen müssen. Das kapiere ich gerade nicht. Hä? Habe ich mir hier angetan. Ach, muss man da hin? Warum mache ich das? Ach so, da muss man hin. Was habe ich den Menschen angetan, dass sie mich so quälen müssen? Weiß ich nicht. Hast du vielleicht mal die Mutter oder so gefoltert? Wen? Die Mutter oder so von den Leuten, dass sie dich foltern. Du musst du irgendwas. Das hier. Du hast dir die Map damals ausgesucht. Hä? Ja. Du hast mir zwei Maps zur Verfügung gestellt. Dafür habe ich die beste genommen. Warum bin ich denn jetzt schon wieder gefallen? Ich kann es nicht sagen. So eine. Kaderpiep. Also, ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, du hältst dich nicht mehr zurück. So, irgendwie klappt jetzt nichts mehr. Ich habe mir auch innerhalb von 2 Wochen keine neue Maus gekauft. Weil ich mir gedacht habe, die schrottest du jetzt erstmal ganz. Und dann holst du die nächste. Oh Gott, warum springt der nicht mehr? Vielleicht hast du jetzt deine Tastatur auch noch zerstört. Weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, hier ist Wasser. Schnecke. Weißt du, was das Schlimme ist? Hm? Ach nee, ich habe hier den Checkpoint. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt gemacht hättest, ne? Ah, ich habe hier den Checkpoint, Gott sei Dank. So. Oh, leck mich doch am Arsch. Ich habe so trockene Lippen, das ist voll schlimm. Kennst du das bei dem Wetter?
Vollhorst hier. Ey, warum springt der denn nicht mehr? Kackspiel. Schnecke. Das kannst du aber so auch nicht sagen. Doch, Kackspiel. Nein. Das tut dem armen Spiel doch auch weh. Das Spiel kann nicht langsam mal. Das ist nicht sehr nett von dir. Denk doch mal an die Gefühle des Scheißspiels. Das Spiel ist ein Spiel, das hat keine Gefühle. Im Gegensatz zu mir, ich habe Gefühle. Ja, warum Kacki. Du da jetzt runtergelaufen bist, verstehe ich auch nicht so ganz. Ich hab einfach nur zurückgedrückt. Ja, und dann war der Stand zu Ende. Ja, also wir haben hier mal wieder ein wunderschönes Modul entdeckt. Du schaffst das, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du schaffst das, Schnecke. Du kannst alles, was du willst. Um die Ecke. Du musst nur an dich glauben. Und jetzt zum Checkpoint. Einfach rüberspringen. Ja! Eieieiei, das geht mir. Gott, dauert das lange, bis man unten aufgekommen ist und stirbt. Hallo. So, mach auf. Aber Schnecke. Hallo, mir gehört der Server. Ich will das Ding aufhaben. Schnecke, wollen wir die Folge dann beenden? Wollen wir die Folge beenden? Würde ich sagen, oder? Viertelstunde? Haben wir die Stunde schon wieder rum? Viertelstunde. Ja, von mir aus können wir das Projekt jetzt gerne beenden. Nicht das Projekt, die Folge. Das Projekt. Die Folge. Eine Woche Urlaub. Die Folge. Lass mich in Ruhe, geh. In zwei Tagen geht's weiter. Das erinnert mich noch an was hier. Komm, in zwei Tagen geht's weiter, Schnecke. In zwei Tagen geht's weiter, Schnecke. Ja, ich würde sagen, lasst uns einfach ein Abo da, wenn ihr mich weiter sehen wollt, wie ich mich hier zurechtquäle, wie ich hier einen Ausraster nach dem anderen kriege. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wie man vielleicht eben mitbekommen hat. Ich werde meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Hallo, ich bin gerade hier sentimental. Entschuldigung. Ich werde meinen Gefühlen freien Lauf lassen, werde mich nicht mehr zurückhalten und sage bis übermorgen. Bis übermorgen, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao.